Was geht ab, Leute? Heute darf ich endlich die F900R fahren, wie versprochen. Ihr seid ja cool drauf. Und zwar sind wir hier in Hamburg bei dem Motorradzentrum BMW am Offerkamp. Und ja, David sind wir ein bisschen mehr schon gestern Probe gefahren. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht und heute bin ich dran. Heute ist noch schöneres Wetter, da haben wir echt Glück. Das ist echt richtig schön. Das ist toll. Und ich habe ja eben schon den Schlüssel bekommen und das habe ich noch nie gesehen. Ich wusste das gar nicht. Ohne ist geil, oder? Das sieht aus wie ein Autoschlüssel. Richtig verrückt hier. Es ist sogar die gleiche Technik, denn du hast, genau, Keyless Go. Ach so, ja. Ich wusste, wie das heißt. Und zwar drücke ich die hier nur an. Ich habe so viel. Ich habe hier... Du hast sogar Handwärmer. Tempomat. So, ne? Tempomat, danke. Handwärmer. Hier ist so vieles. Und auch hier mit der Tanköffnung, das muss man auch irgendwie so diesen Knopf machen. Ist alles ein bisschen verwirrt. Ganz viel Technik. Das kenne ich halt überhaupt nicht von voll meiner geil. XC. Und ja, ich würde sagen, wir schwingen uns hier mal drauf. Ich bin echt mal gespannt vom Gewicht, weil, oh, da hätte ich die Brille fast falsch rum aufgesetzt. Ist auch was ganz anderes als die E310, ne? Übel. Also, ich würde ohne Scheiß dir empfehlen, einfach mal so ein bisschen schauen, was bietet die denn? Weil ich finde das immer super interessant, zu gucken, was für Modis es gibt und was man hier am Lenker selber ändern kann. Eine hat mir hier schon einen Modus gegeben, Road. Ich bin mal gespannt, hier gibt es verschiedene. Sie meint auch, die hat erst 7 Kilometer runter, die Reifen sind noch neu. Ich muss echt aufpassen. Boah, das Licht sieht gerade richtig nice aus von hier. Das ist so ein Halbkreis. Aber die ist schon schwerer als die, die wir gestern gefahren sind. Ja, natürlich. Ganz schönes Teil, du. Das war eine 300-Kubik-Maschine gestern. Ich hier so als kleines Mädchen. Ich will das hier fahren. Oh Gott. Mit Scheibenwischer und oh, aber die ist schon laut. Die ist schon laut, muss ich sagen. Krass, hä, das ist 900 Kubik. Ja, ich weiß, aber... fast so viel wie die Supersportler. Ohne Spaß, aber guck mal, David, das sieht richtig heftig aus. Total. Komischerweise passt der Helm auch irgendwie doch geil. Echt? Ja. Verrückt, ja, muss ich auch nachher mal sehen. Das sieht richtig nice aus. Ich glaube, wenn man echt hier so ein bisschen was dran macht, mit diesem Rückspiegel, hinten diese Halterung halt immer für so, den ne? Sozius und so, dann ist es schon geil. Was blinkt denn hier bei mir? Der Auspuff sieht auch geil aus. Dafür, dass gewillt. Der original ist. Guck mal, der ist... Ja. Wie sind wir denn lang gefahren? Rechts oder links? Ja, wir sind beim letzten Mal rechts lang gefahren. Okay. Würde ich dir auch empfehlen, hat man ein bisschen. Erstmal die mehr Reifen, die Reifen sind ja komplett neu. Ja, aber das ist ja egal. Du musst ja jetzt nicht Vollgas geben. Das ist so boah, ungewohnt. Du siehst schon sportlich aus, meine Kleine. Shane ist das, Shane. Also jetzt für den ersten Eindruck lässt sie sich schon richtig schön händeln, muss ich sagen. Du fährst einfach so die stärkste Maschine von uns allen gerade. Ich wollte gerade sagen, also du ziehst uns hier jetzt locker ab. So schaut's aus, Ladies. BMW ist halt dafür bekannt, dass sich die Motorräder unfassbar gut fahren. Also was das Fahrwerk angeht und die Technik, ist BMW halt ganz, ganz, ganz weit vorne. Weißt du, was ich gerade mitbekommen habe? Ich habe mir so ein bisschen gelauscht oben, wo die Kunden hatten. Die haben gesagt, du hast sogar, wenn du eine BMW kaufst, hast du wie so eine Karte, so eine Servicekarte. Oder war es Service oder Unfall oder irgendwie sowas war es. Ich glaube Unfall ja nicht, vielleicht Service. Wenn was ist, kriegst du es 2 Jahre kostenlos. Irgendwie sowas war das. Echt? Ja. Ich kann mich nicht mehr direkt erinnern, was das war, aber irgendeine Serviceleistung, die richtig heftig ist. So, man wird es ja nicht mal grün. Du. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt, wenn du auf diesem Bike sitzt vor dir. Das ist, also habe ich sonst natürlich auch. Das kam jetzt falsch rüber hier. Ich fühle mich aber so klein. Aber sieht brutal aus. Sehe ich klein aus auf dem Motorrad? Das ist krank. Das ist so, aus. Das ist schon sexy. Echt? Du bist schon ein kleiner verrückt. Zwerg. So ein Riesentank, das ist wirklich so ungewohnt. Ja, aber stimmt gespannt. Doch, wenn jetzt dein Zopf hinten noch raushängt, Alter, uiuiui, dann werden sich aber hier heute die Hälse verrenkt. Der ja, hängt ja. Heute vorne raus, so, das sage ich hier. Ich finde es halt immer cool, wenn Mädels große Maschinen fahren. Ich finde es auch unfassbar sexy, wenn Mädels eine Tausender Rennsport fahren. Ja. Boah, das sieht so geil aus, also in der Regel, nicht immer, aber ziemlich oft. Ich finde es auch einfach nice, wenn dann die Frauen... mit so dicken Dingern auch gut umgehen können. Aha. Oh Mann, ey, das kommt jetzt schon wieder so voll. Das ist echt nicht meine Intention, aber es klingt so falsch. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Meine Jacke ist offen, ey, die habe ich vergessen zuzumachen. Jetzt zieht's hier voll. Ah, kalt. Ja, so. Da werden die ersten Hälse verrenkt. Eigentlich hätte man den Hals verrenken müssen. Witzig. Aber so, die lässt sich auch voll weich da rechts und links so. Ja, mach mal richtig so, werf mal rein hier. Ja, die Reifen sind komplett neu, ich will mich jetzt hier... Ja, stimmt, das ist echt heftig. Ja, wie gesagt, also, 7 Kilometer, das ist halt echt verrückt. Ja, was hast du da jetzt am Lenker für Optionen? Hast du da schon ein bisschen rumspielen boah, können? Na, die Modis... Klick mal ein bisschen durch. Ich weiß gar nicht, ich habe sogar einen SOS-Knopf. Sind wir hier lang gefahren jetzt?
Ja, hier lang. Und dann links? Links, ja. Okay. Was für ein SS-Mode? SOS, also ich habe so einen SOS-Knopf. Ach, SOS. Dann Modus, ich weiß gar nicht, ob ich das im Stehen machen darf oder während der Fahrt. Ich muss ja erst noch meine Jacke zumachen. Mit geschlossenem Gas. Einfach. Du hast Wärmegriffe, die habe ich dir schon auf Stufe 2 eben eingestellt. Oh. Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Guck mal vorne, Doppel-Brembo-Anlage. Boah, das ist echt heftig, was sie alles hat. Sechs Kolben. Ich habe die ja mal schon auf der Messe gesehen, habe die saß schon ein bisschen drauf. Ach, nee. Und habe die aber dann noch nicht in komplett schwarz gesehen. In komplett gefällt die mir noch mal viel, viel besser, muss ich sagen. Das macht so viel aus. Irgendwie total cool. Und das hier ist wohl fürs Navi hier. Eine große Navi-Halterung. Das würde mich ein bisschen stören. Das würde ich wegmachen. Ja, klar. Brauche ich ja nicht. Aber ich bin das echt überhaupt nicht gewöhnt hier mit diesem Bildschirm. Aber der Bildschirm, der ist schon echt cool. Der ist cool, der gibt dir viele Informationen. Auch das fehlt mir ein bisschen so an der SMC, ja, weißt du, so eine Ganganzeige, eine Tankanzeige mit mehreren Strichen, weißt du, dass wenn du losfährst, so schon einschätzen kannst bei Natur, okay, ich habe noch halb voll den Tank. Und hier, ich weiß nur so, jetzt musst du tanken. Ja, ja wie so bei der XC, das ja blinkt dann auch einmal nur ein Licht und dann weißt du auch nicht so richtig. Hier ist auch cool, das hatte ich auch ungelogen noch nie, eine Uhrzeit, dass mir angezeigt wird, wie spät es ist. Was? Eine Uhrzeit ist doch überall drauf, oder nicht? Nee, hä? Bei meiner XC da nicht. Eine Uhrzeit habe ich auch. Fahr rechts, David. Rechts? Warum? Rechts, rechts. Okay. Rechts? Ja, hier sind wir gestern aber nicht lang gefahren. Wollt ihr da lang, wo ihr gestern lang gefahren seid? Na, da war halt so wie so ein Flugplatz, war eigentlich ganz cool. Was aber so? Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, okay, naja, dann fahren wir jetzt einfach rechts. Sehr gut, dann machen wir hier eine kleine Tour. Oh. Was ich richtig geil finde, ist Keyless Go, weil das nervt mich immer. Ich habe meinen Schlüssel ganz unten hier in der Tasche. Ja. Ich stecke den halt auch immer unten rein, wenn ich irgendwie zur Eisdiele fahre und dann mir ein Eis hole oder einkaufen gehe, whatever. Auch jetzt gerade, wir haben ja die Maschine abgeholt für dich. Und dann stecke ich den immer unten in die Tasche und das nervt mich immer. Dann muss ich die Handschuhe ausziehen, weil ich sonst nicht in die Taschen komme. Muss den rauskramen und reintun. Das finde ich wirklich bei der BMW, beziehungsweise haben wir jetzt mittlerweile echt viele BMWs. Richtig geil. Vor allem bei mir gerade, ich bin so ein vergesslicher Mensch und ich vergesse immer gern Schlüssel und dadurch, dass ich es auch nicht kenne, durch meine EXC, ist das hier echt praktisch. So stecke ich ihn ein in meine Jacke oder irgendwo, gehe weg und die kann keiner mitnehmen. Ne? Ja, darfst du nur nicht die Jacke vergessen. Nein, ich habe bloß nicht die Jacke vergessen. Das wäre natürlich scheiße. Und ich bin auch mal gespannt, sie meint ja auch, ich kann auch einfach so die Gänge reinballern. Ja, der hat Quickshifter, hoch und runter. Ich krieg gerade hier einen Leerlauf nicht rein, Mensch. Jetzt ab. Ja, bin schon mal gespannt, muss ich gleich mal probieren. Und klingt schon nicht schlecht, oder? Wir müssen gleich mal wo halten, dass ich die nochmal von außen filmen kann. Oh, die Wärme, die Hitze, die Wärmegriffe da. Oh, ist das schön. Zeig mal. Fass mal an. Oh, geil. Willst du das? Ich krieg immer schnell kalte Hände. Das ist echt praktisch. Ohne Spaß, ich liebe das. Ja. Selbst wenn es nicht, also es kann auch Sommer sein und es ist aber so ein kühler Morgen oder so, ist trotzdem nice. Total. Nee, Heizgriffe schön. Sind super Premium. Boah, jetzt, ja. Gerade ich kriege immer schnell kalte Hände. Lass uns mal irgendwas suchen, wo wir kurz irgendwo anhalten können und dann kann ich nur mal von außen zeigen, schön. Ja, auf jeden Fall. Da können wir mal hier bewerten, was uns allen so gefällt, was wir verändern würden. Und. Guck mal, siehst du da vorne ein bisschen so das Licht? Oh ja, nur unten ist das, ne? Genau, und das sieht richtig geil aus. Das stimmt. Das musst du gleich mal, wenn die an ist, von vorne betrachten. Richtig abgespaced. Das Licht ist extrem sexy, finde ich. Ja, aber an sich, guck mal, ich komme auch richtig gut mit dem Bein runter, muss ich sagen. Haben die extra tiefer gelegt? Nein. So, mal gucken, ne? Ob wir hier was haben. Oh nein, ich habe schon wieder Traktionskontrolle an. Guck mal für rechts. Fahr mal weiter. Wir sind noch mitten auf der Straße hier. Und Okay, ich hätte jetzt halt so nicht so langsam. Ja, 5 halt, ne? Deswegen wollten wir auch vorhin dahin, wo der Flugplatz ist, weil da ist nicht so begrenzt wie hier. Da konnte man ein bisschen schneller fahren. Bitte? Wegen dem Flugplatz. Ja, Flugplatz wäre geil, oder? Ja, da können wir ein bisschen schneller fahren, habe ich gesagt. Ich glaube, wir kommen sogar hier zum Flugplatz, wenn wir hier weiterfahren. Ah, ich weiß nicht, mal gucken. Ha? Nee. Nee. Die ist auch ziemlich hoch, oder? Mein Lenker ist fast so wie von der SMC. Nee, sogar ein bisschen niedriger. Aber ich mag das, wenn das nicht so tief ist. So sitze ich noch gemütlich drauf. Ist halt geil, wenn man wirklich sagt, man will eine größere Tour fahren. Ist das echt mega gemütlich. Man kann jemanden mitnehmen, der sitzt auch noch entspannt, der sitzt nicht so wie bei einer Supersportler so unbequem hinten drauf. Ich
Weißt du noch, so in Italien, wo ich bei dem einen mitgefahren bin, das habe ich schon bei David gesagt. Ja. Oh, das ging, wir sind eine Riesentour gefahren und das war so anstrengend. Oder? Das ging so in die Handgelenk und alles, weil ich mit abbremsen musste und dann ist mir mal vorgerutscht, hat den davor genervt und so. Und ich glaube, hier sitzt er richtig bequem mit drauf. Echt geil. Total. Damit? Also es ist einfach ein richtig gemütliches Motorrad. Ich denke, cool. Die wird so ähnlich sein wie die S1000R, oder? Also ich weiß gar nicht, was der Unterschied dann ist zu einer S1000R, aber die bin ich ja auch lange gefahren in der USA und von Juliane und wo noch? In Almeria bin ich die gefahren und das macht einfach Spaß. Friedensfahrzeug, witzig. Ja, das stimmt. Das ist geil, weißt du, so eine Naked mit Leistung, die aber trotzdem so diese Komfortsachen hat. Quickshifter, ja. Blipper. Hast du damit jetzt schon mal was ausprobiert? Schalten wir jetzt ohne Kupplung gleich runter. Einfach reinklicken. Ach ja. Ja, nicht jetzt. Du bleibst mitten auf der Straße stehen. Hey, wir haben doch rot. Ich habe Grund runter geschaltet. Gerade? Ja, aber viel zu früh. Jetzt musst du. Komm mal rum. Nein. Aber sie meinte, ich darf das nicht im ersten machen dann. Was? Hä? Warum dich? Wie? Oder beim Anhalten oder ich weiß nicht, was sie meint. Nein, sie hat gesagt, du musst die Kupplung ziehen im ersten Gang, weil das keine Automatik ist. Also, ach so, ja, das ist ja logisch. Anfang. Ja, genau. Dann dachte ich auch so, hä? Geil, stell dir mal vor, so Leute stehen auf meinem BMW und dann... Wie war es denn im Roller? Fährt nicht. Was ist da los? Ist kaputt. Ja, stimmt. Ich habe schon wieder vergessen. Ich probiere das hier gleich mal. Das hier funktioniert. Du musst ja nicht Vollgas geben, aber du kannst gut Gas geben. Du musst schon Gas geben, damit es funktioniert mit dem Hochteil. Oh ja, das geht mehr gut. Mehr Gas. Aber voll geschmeidig, man merkt es überhaupt nicht. Fahr mal jetzt zu, du hältst den ganzen Verkehr hoch. Hä? Ich fahr 56. Ja, wir sind in Hamburg, hier fährt man nicht so langsam. Ja, ich schon. Ich komme nicht aus Hamburg ursprünglich. So. Was soll ich jetzt sagen? Achso, man merkt es gar nicht, weil manchmal habe ich ja vorhin gemerkt, bei der SMC dann da zieht das ein wie so nach vorn so ruckartig. Ja, das ist ja, ja jetzt nicht aber, so weicher. Aber ja klar, weil das ist ja auch eine Einzylinder hier. Ne? Ja, stimmt. Wie viel hat die da vor? Ich muss mich jetzt wieder outen als keine Ahnung. Hat die zwei oder vier? Vier oder was? Zwei Zylinder, das sind zwei Zylinder. Zwei? Ja. Wie die F800 eher. Links habe ich. Also die F. Je mehr so Zylinder die hat, desto angenehmer. Ruhiger läuft sie natürlich. Ne? Ja. Du hast einen ruhigeren Motorlauf. Es ist ganz schön warm in meinen Fingern. Du, jetzt ist auf 1. Ah ja. Ganz schön warm, Gemeinheit. Ja, mir ist kalt. Geil. Das ist schön, wirklich auch im Winter. Man muss nicht schalten. Man kann die Hände schön wärmen. Das ist toll. Richtiges Komfortfahrzeug. Ja. Lass uns jetzt mal eine Stelle suchen, zum Bewerben. Boah, David! Ha. So, wo gibt's denn hier was Schönes? Sind wir schon wieder hier? Ja, wir fahren jetzt wieder Richtung Flughafen. Ja. Flughafen. Stimmt. Nee, Flughafen macht echt hat man Spaß. Auf jeden Fall wenig Verkehr. Da gibt's ja die eine Straße, wo wir waren, wo wir das TikTok aufgenommen haben. Das ist so ungewohnt mit so vielen Schaltern. Was ist denn eigentlich das hier für ein Drehrad? Da kannst du das Menü bedienen. Was? Kannst du das sogar so seitlich drücken. Ach, das Menü. So. Okay. Oh, jetzt gibt's dir Gas hier, die Annika. Ja, jetzt sind der Reifen warm, du. Jetzt ist der Reifen warm, jetzt ist er eingefahren. Nein, eingefahren jetzt nicht. Wir können theoretisch hier mal nach rechts fahren. Ich weiß aber auch nicht, warum hier durchgezogene Linien sind, wenn es eine abbiegende Spur ist. Macht keinen Sinn, nämlich muss man doch rüberfahren, oder? Ich verstehe es auch nicht. Weiß auch nicht, vielleicht mal was übersehen. So, okay. Und jetzt hier links ist Anlieger frei, aber wir haben oder rechts hier. Hier ist doch perfekt. Hier rechts, ja, das ist perfekt. So, schön blinken, da bewerten wir jetzt mal. Jetzt bleibt ein bisschen weiter hinten stehen, nicht so nah wie ich. Ich will dir nur aus dem Weg fahren. Ja, das ist nett. Damit du sehen kannst, wie geil das Licht von hier vorne aussieht. Das ist echt sieht cool. Schon heftig aus, das Licht, ne? Wie hell das Biegung ist. Und so. Ja. Wie sieht ein Fernlicht aus? Oh Gott. Ich muss schon mal näher ran wegen der GoPro. Krass, wie das umstellt. Guck geil. Mal. Mach mal. Wupp. Ja, ist das Fernlicht? Ist echt nice. Hä? Gefällt mir richtig gut. Ja, mach mal Fernlicht. Ja, das ist Fernlicht. Hat er doch. Das leuchtet nach oben. Das blendet unten. Überhaupt nicht. Ja, ist ja auch im Tag so.
Quadcopter und blendet sich so. Du stehst viel zu tief. Guck mal an Annikas, guck mal an Annika. Oh ja, aua. Aua, aua. Ja, das habe ich ja voll reingeguckt, so. Ja, scheiße. Eieiei. Gefällt mir schon mal richtig gut, das Licht. Was ich auf jeden Fall ändern würde, guck mal hier. Das R-Logo, das ist geil. Stimmt, das ist auch richtig cool. Das ich ist ich geil. Liebe bei BMW so diese Kleinigkeiten, haben wir schon bei dir gesagt. Ja. Hier dieses winzige BMW-Logo, wenn das jetzt hier abwehr die Halterung, da würde man das so sehen. Diese Kleinigkeiten, die gefallen mir richtig gut. Hier dann noch außen Spiegel ran, dann am besten noch irgendeine geile Felgenfarbe, das wäre richtig heftig. Der Auspuff, der ist richtig klein, oder? Der ist richtig cool. Klingt schon böse. Klingt wollt echt ihr mal böse. Einen Flyby haben? Ein was? Ein Flyby-Sound. Warte. Mach mal. Pass auf, aber die Räder sind neu, ne? Ja, ja. Ich mach ja nur, ich fahre ja nur geradeaus. Okay. Hoffentlich geht sie nicht aus. Hier steht nämlich schon ein Funkschlüssel nicht in Reichweite. Oh, da fahre ich so weit. Nee, ich glaube, dass die hier darf steht nur nicht erneutes ausgehen. Einschalten nicht möglich. Genau. Die darf gar nicht ausgehen. Überleg mal, du verlierst deinen Schlüssel aus der Jackentasche bis auf der Autobahn. Ja. Und dann bei 150 geht die Karre aus. Hat die Karre aus. Geknallt oder war das das Sena? Das war das Sena von David wahrscheinlich. Okay, jetzt kommt hier so eine Kehrmaschine. Man hört schon über Sena. Schon geil. Ja. Schon echt geil. Gut. Also für Original ziemlich nice. Hier ist echt Polizei mit Polizeimotorrädern oder alles. Ja, wer weiß, was die da haben gerade. So. Auf jeden Fall das andere Licht Sachen jetzt zu tun. Sieht richtig cool aus. Genau, wow. Das meinte ich. Die brummelt schön. Das wow. Also Sound für Standard ist echt Killer. Kann ich mal, ja? Ich will auch mal reffen. Ja? So richtig schön hör klein. Mal. Hör mal. Oh ja, doch, doch. So ein bisschen. Warte. So ein bisschen knallt die danach noch. Du machst zu wenig. Boah, das ist geiler Sound, wirklich. Okay. So. Wenn man natürlich das hier noch abmacht. Kürzeres Kennzeichen, ich weiß gar nicht, gibt es da ein kürzeres Kennzeichen? Klar, es gibt immer auf jeden kürzere Fall. Kennzeichen. Aftermarket, also da kriegst du safe, garantiert, vielleicht sogar vom Parspruch und Wunderlich, kriegst du einen anderen Halter, der schön kurz ist, vielleicht ja sogar einen, der direkt hier sitzt. Muss man halt nur gucken, weil das Heck ist ja relativ short. Ja. Es geht ja bis hier, dass man einen Halter hat, wo das Kennzeichen dann vom Winkel noch legal sein kann, ohne dass eben das Rad in das Kennzeichen schlägt. Ich wüsste schon ganz genau, entweder würde ich die komplett schwarz machen, richtig matt schwarz überall, oder so eine richtige Farbe, die so komplett ballert. Ja. Aber so komplett schwarz, glaube ich, auch geil, wenn ich dann vor noch so einen dunklen mal, Helm habe und so. Auch, man kann das Teil hier abschrauben und pulvern in schwarz zum Beispiel. Es geht super easy. Das ist genau das Geile, ein schwarzer Motorblock, Alter. Ja. Der Rahmen ist schwarz, alles ist schwarz. Ne? Das Ding kann man folieren und den Lenker kann man machen. Und dann ist alles, das ist geil. Unfassbar echt geil. Echt richtig schön. Das finde ich toll, dass hier so viel ist schon. So nach meinem Geschmack ist. Gut, ansonsten denke ich, das reicht wieder für heute. War auf jeden Fall eine richtig geile Probefahrt, um das alles hier mal zu kennenzulernen. Ich fand es echt mega spannend, weil vieles kann ich ungelogen noch nicht. Ich gehe mal hier noch in die Mode rein. Dynamik. Rain, das ist halt geil. Sicherheit hier. Ich gehe mal wieder, was die junge Frau hier eingestellt hat. Komm, Dynamik. Dynamik hier gleich. Jetzt wird's dynamisch direkt. Jetzt wird's dynamisch. Und ja, ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr die findet, was ihr so an der BMW verändern würdet. Ich denke, ich habe echt Bock. Also, das wäre, glaube ich, auch so ein Motorrad, was ich mir du echt als Ausgleich holen würde. Du brauchst auf jeden Fall auch sowas in so einer Art, ne? Weil nur eine Wettkampf-Supermoto oder Wettbewerbs-Supermoto, du brauchst halt ein Bike, womit du auch 200 Kilometer fahren kannst, mal, ohne dass du denken musst, oh, muss ich wieder einen Ölwechsel machen und hier und das und so. Halt für geile Touren jetzt 2020 oder irgendwie sowas, echt geil. Sonst musst du halt in Hamburg bleiben. Ja, sonst, ja. Oder ich setze mich einfach irgendwo hinten drauf. aber das macht ja keinen richtigen Spaß. Weder ein Fahrer noch mir oder so. Gut. Nice, David, ich freue mich. Moin. Sonst hoffe ich, hat das Video gefallen. Danke auch an euch. Bitte, wir werden jetzt gerne. Hier noch ein bisschen weiterfahren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.